Wenn ihr den ganzen Tag am PC sitzt, solltet ihr daran denken, Wasser zu trinken. Denn es tut eurem Körper nicht bloß gut, es ist auch zuckerfrei. Und dann seid ihr bereit für Challenge Nummer 2. Challenge 2. Hi Bro heißt sie. Hat keine besonderen Voraussetzungen, man hat sie sofort. Und man spawnt mit E. coli irgend so diesen Kacke-Item, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube Buttbombs, dass die Bomben betäuben. Und diesem Pipi-Item. Number One, glaube ich, heißt. Und Flush, das Item. Und wir müssen bis zu Mom's Foot, wie auch die erste Challenge. Die Rune Jera wird freigeschalten. Ich glaube, so ziemlich die stärkste Rune überhaupt. Kann ich bloß empfehlen, die Challenge zu machen. Vor allem, ich meine, also Jera... Jera super, super stark. Aber das ist jetzt schon wieder fast traurig. Das ist ja hart. Okay, was nehmen wir? Was nehmen wir? Das ist Flight und Spectral Tears. Unglaublich stark. Und das ist Guppies Ei. Aber wir nehmen Flight und Spectral Tears. Ja, das machen wir. Typischer YouTube-Run. Typischer YouTube-Run. Erstmal einen Devil-Pot bekommen. Okay, besser kann es nicht sein. Wir haben jetzt bloß noch ein halbes Leben. Bisschen schwierig. Das wird nämlich jetzt auch schon... Dürfen jetzt nicht sterben. Wir brauchen unbedingt wieder Leben. Aber wir kriegen das hin. Kaum nimmt man das für YouTube auf, hat man wirklich die geilsten Runs überhaupt. Krass. Port auf der ersten Chest. Und ich lüge nicht mal, wenn ich sage, das ist mein erster Versuch von dieser Challenge. Also wirklich, wirklich genial. Aber es ist natürlich gefährlich, mit einem halben Leben jetzt in der Gegend rumzufliegen, weil jeder Hit tötet mich. Hätte gerne beide Devil-Items genommen, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, aber ein halbes Leben reicht eigentlich jetzt auch ein bisschen als Spannung, würde ich sagen. Ach, wir haben noch das Trinket Petrified Poop. Also bekommen wir aus Kacke bessere Sachen. Was auch, ich meine, nice to have ist. Mindestens nice to have. Okay, das ist jetzt ein bisschen gefährlich hier mit diesen kleinen Fliegen. Ich krieg gegen Fliegen auch immer wieder Hits, die ich echt nicht haben will oder nicht brauche. Passiert viel zu oft. Shop, können wir kurz reingehen. Vielleicht hat er sogar einen Heal für uns. Das wäre natürlich jetzt nice. Sogar eine Blue Candle. Blue Candle wollen wir jetzt aber nicht haben. Aber wir nehmen jetzt mal... Wann habe ich mich geheilt? Das ist mir jetzt gerade komplett entgangen. Wir haben 7 Bomben, also werde ich noch kurz hier mal reinschauen. Das sieht so aus... Als, ja, ist das die Raum da? Und da haben wir sogar so ein Goldherz. Noch mehr Bomben. Nehmen wir die Pille. Ich meine, wir können nicht dran sterben. Also warum nicht? Okay, hat uns theoretisch geheilt. Bringt mich jetzt aber nicht weiter. Mal nur kurz da oben reinschauen. Gar nichts. Okay, manche sind da Herzen drin. Und ich meine, wo ein Herz ist, kann auch ein Soulheart sein. Der Super Secret Raum könnte da oben sein vielleicht. Habe ich da gerade einen Kreuzstein gesehen rechts unten? Er könnte hier sein. Wir haben genug Bomben, also schauen wir kurz mal. Da ist er nicht. Da ist ein Kreuzstein. Ich hab ihn doch gesehen. Ein bisschen AP, genug Geld. So, hier könnte er auch sein. Ich finde es immer schwierig, diese Türen da zu treffen. Vielleicht ungefähr hier? Ja, okay. Noch mehr. Schade. Oh, wir hätten... Ah, Mann, hätten wir jetzt... Wenn wir jetzt noch ein HP abhaben, können wir richtig, richtig viel oben machen. Aber der ist gefährlich, so ein bisschen. Wir machen das jetzt so auf die sichere Art und Weise. Okay. 2 Bomben. Und wir haben das HP abbekommen. Okay, dann... Das dauert jetzt kurz. Ah, wir laufen jetzt ein paar Mal drüber. Über den Sacrifice Room. Einmal. Ich darf bloß kein zweites Mal drüber laufen. So, das zweite Herzchen. Ganz viele Herzchen. 2. Machen wir nochmal 3 raus. Nochmal 3. Da kam es nichts. Jetzt haben wir gleich
Bild Nummer 4. Vielleicht eine Chest-Chance oder so? Ich schon sagen, mein. Eine random Chest. Und wir haben eine Chest bekommen mit einem Soul Heart. Das ist super geil. Damit traue ich mich auch gegen Urien zu kämpfen jetzt. Ne, der ist ein B. Ne, doch, ist Urien. Es gibt einen Urien und Gabriel. Und Urien ist etwas schwächer. Aber das ist ein Schlag. Wir wollen die drei Coins haben. Perfekt, die haben wir auch bekommen. Hier runter. Das ist jetzt nur 6, kann das sein? Wir wollen nicht. Wir wollen einfach eine random Chest haben. Perfekt. Das ist einiges an Geld. Da ist jetzt. Okay, wir können noch einen Soldat haben oder ein Angel Item. Beides sehr, sehr geil. Jetzt ist nicht ganz meine Stärke. Aber 52 Münzen in der ersten Ebene. Ich will gar nicht mehr in der ersten Ebene. Und wir haben The Void. Aber das könnte ich eigentlich. Warum eigentlich nicht, oder? Ich meine, Flash ist damit weg. Aber ich kann es ja einsaugen. So, hier spawnt jetzt. Warte mal, hier müsste jetzt. Jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr, was hier spawnt. Weil das jetzt drüber liegt. Ah, doch, hier. 7 Trollbomben. Das ist mal der gefährliche Moment. Da muss man mehr aufpassen. Das kann auch sehen, so ich kann mit den Trollbomben. Ach, Mist, ist hart. Nicht zu viel, wir sind gewollt. Das ist gerne alles andere genommen. So. Da immer ein bisschen aufpassen, weil daran stirbt man sehr, sehr leicht. Man kann theoretisch auch rauslassen, brauchen wir wieder zurück. Also da, wenn man rausgeht. Wenn Monster drin sind, die spawnen die Monster normalerweise, also wenn die zum Beispiel spätigen sind. Mit diesen Bomben sieht es so aus, dass ein Teil explodiert und dann hat man den Timer gestartet und deswegen hilft das einfach zu. Jetzt haben wir den Uriel-Boss. Also nehme ich kurz das da so. Ich laufe dagegen, sammle das Herz ein, Flasche einmal. Und jetzt wird spannend, weil jetzt habe ich den Hit bekommen. Okay, das wird mir zu spannend. Passt. Die gehen raus, der hätte mich getroffen. Er hätte mich getroffen. Puh, ja, das war super, super spannend. Nicht so schlimm. Nichts ist passiert. Wir sind herausgekommen. Den Schlüssel werde ich jetzt nicht mitnehmen. Das habe ich nicht so gut gespielt. Hätten wir den jetzt noch gemacht, das wäre halt noch cooler gewesen. So, wir werden es trotzdem noch das, weil wir kriegen jetzt entweder ganz viele Münzen oder viele Soul Hearts. Und wir haben sehr, sehr viele Münzen. So, dann nehmen wir jetzt noch The Void noch mit. Jetzt überlege ich gerade, ist da eine Batterie? Also wir nehmen das hier mit rein. Dann habe ich das im The Void drin, das Aktiv-Item. Also kann ich es jetzt verwenden, wenn ich möchte. Aber wir haben 82 Münzen. Ich meine, ja, hier ist eine Batterie. Dann kann ich jetzt theoretisch auch noch dieses Kartenpack mit dazu nehmen. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Wir kaufen das hier nämlich. So, setzen es erstmal ein. Kriegen den Hangman, da bringt uns gar nichts. So. Und jetzt, da ist noch ein Herz, ziehen wir uns das ins Void. Perfekt. Dann könnte ich, glaube ich, die Bombe auch noch mitnehmen sollen. Okay, wir haben aber alles, was wir brauchen. Ja, die Bombe gönnen wir uns aber noch. Ich glaube, das ist sinnvoll. Man weiß ja nie, wofür man sie vielleicht doch noch braucht. Wenn wir gerade eh zu viel Geld haben, dann warum eigentlich nicht? Ich hätte jetzt die Blue Candle auch noch mit reinnehmen können. Aber da sehe ich jetzt den Wert da nicht so ganz. Weil die Blue Candle lebt davon, dass sie genau einen Charge hat. Und ich brauche sie nicht unbedingt in The Void noch mit drin. Da gibt's Besseres. Ah, wir haben jetzt auch noch einen Dice Room. Die können sehr interessante Effekte haben. Kommt aus dem Dice Room drauf an. Sind, glaube ich, immer mit zwei Schlössern abgesperrt. Und hier ist auch noch ein Kreuzstein, den können wir gleich aufspringen. Und hoffen einfach, dass es Stone ist. Nein, eine Bombe ins Soul hat. Sind wir auch zufrieden. Okay, All Pickers und Trinkets. Dann lassen wir erstmal das Zeug hier liegen. Das Herz zum Beispiel wird gererollt. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Das ist nicht gut. Ah, Tidy Touch. Ich vergaß. Wenn ich was berühre, dann wird es auch zu scheiße. Also quasi gut für mich.
Wir lassen jetzt wirklich, glaube ich, auch die Münzen mal liegen, weil wir können theoretisch damit drüber laufen, später daraus Kisten machen. Und da können noch mehr Münzen rauskommen. Also ist es quasi besser, wenn wir die Münzen liegen lassen. Und das ist halt einfach super, super stark, wenn man liegen kann im Early Game, weil du so viele Sachen schießen kannst. Also Flight ist mit das Stärkste, was man im Spiel haben kann. Achso, bei Number One, das habe ich noch gar nicht erklärt. Das ist ein bisschen schwierig. Man hat einen super coolen Attack Speed. Aber das Problem an Number One ist, dass man leider etwas kurze Tier Range hat. Also man kommt leider nicht wirklich so weit. Ah, dann nehme ich aber mit den Fünfer. Mit den Tiers, die man gerne hätte mit dem Attack Speed. Ah, da haben wir sogar ein nettes Trinket und noch ein Fünfer. So, wir wollen nicht dagegen kommen. Ist ja etwas ungut jetzt. Und den Schlüssel brauchen wir aber. Mindestens für den Shop. Das Demon wollte ich nicht aufsammeln. Das nehmen wir mit. Und die Bombe, glaube ich, hätte ich auch ganz gerne. Ha, Gott. Was tue ich hier? Herrgott, nochmal. Das ist kein Kreuzstein. Da unten haben wir einfach einen. Wir haben das Spectral Tier, also können wir auch durchschießen. Was ich auch lange Zeit nicht wusste, dass diese, das nehmen wir mit. Dass diese Steine, was auch immer es darstellen soll, gar keinen Schaden machen. Ich dachte immer, die machen Schaden und bin ihnen immer ausgewichen. Fand die Räume mega schwer. Am Anfang. Hab irgendwann aber geschnallt, hey, sie laufen bloß gegen dich und sperren dich ein und blocken deine Tränen. Und das macht es dann doch ein bisschen leichter. Jetzt sind sie halt bloß noch nervig. So. Im großen Raum benutzen wir einfach gleich Flash. Da haben wir etwas Scheiße. Ah, das spawnt sogar die Kacke ineinander. Natur auf Klaps sind die Bomben. Werde ich jetzt noch nicht sofort einsammeln. Das ist da oben. Was da oben ist, ist Hangman. Solar nehmen wir natürlich mit. Können wir noch irgendwo irgendwas machen? Wir können noch rechts hochschauen. Ah, wir waren noch gar nicht im Shop. Waren noch nicht im Shop und auch noch nicht im Item Room. Den Shop nehmen wir aber zuerst. Und das ist die Blood Bank. Kann ich irgendwas Besseres? Ich glaube, ich kann nichts Besseres damit machen. Also nehmen wir sie gleich. Blutmaschinen. Wie heißen die? Ich glaube, sie heißen Blutmaschinen, oder? Blutspendeautomaten. Können bloß zwei Items droppen. Und zwar diese Bloodbank, die ich jetzt gerade hatte. Ganz kurz. Diese Bloodbank oder diesen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Diese Tüte. Oder dieses rote Item. Womit man sich Schaden macht, also die quasi diese Blutspendemaschine als Item ist. Die zwei Sachen können gedroppt werden. Wenn man jetzt aber diese portable Blutspendemaschine, nenne ich sie mal, einmal berührt hat als Item, können bloß noch diese Blood Bags gedroppt werden. Also das ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil da kann man sich das Leben ganz gut hochfarmen. Das hätte ich ganz gerne. Und das hätte ich auch gerne. So, wenn wir da jetzt. Das kann ich jetzt theoretisch verwenden. Dann ist das Solar Free. Nehmen wir das hier. Oh, das ist jetzt natürlich nicht ganz so durchdacht gewesen. Ich glaube nicht, dass ich nämlich jetzt hierbei mein Item vollchargen kann. Ich habe den Devil Deal ja safe und würde gerne ein Devil Item kostenlos nehmen, natürlich. Weil, warum nicht? Ist ja schön. Muss aber auch
das hier voll bekommen. Ne, das wird nicht funktionieren. Also will ich das jetzt hochchargen, das dann einfach einsetzen und das da rein zu bekommen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es funktioniert. Die Bombe nehmen wir mit. Die Holy Card setzen wir sofort ein. Das jetzt einfach quasi einfach noch ein. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, wenn wir jetzt da drauf laufen. Holy Card ist einfach dieser Holy Mantle. Wenn wir da jetzt noch drauf laufen, dann rollt das ja alles neu. Und dann können wir eine Batterie haben vielleicht. Wir haben hier eine Pille. Schaut's wieder auch nicht so gut. Da haben wir eine Münze. Da haben wir jetzt nämlich eine goldene Chest. Mit Speedup und Soul Hearts. Was haben wir hier vorne? Das Health Up. Oder einfach Health, das brauchen wir nicht. Ein Schlüssel. Da ist natürlich immer noch das Buch, ja. Kann auch nichts anderes sein. Da kann jetzt eine Batterie drin sein. Ist keine Batterie drin, schade. Was haben wir hier noch? Temperance. Das hier ist Death. Wir brauchen das. Die AP brauchen wir eh nicht. Ah, ich kann damit hochchargen. Oh, das hätte ich jetzt fast. Das hätte ich jetzt übersehen. Das wäre nicht so smart gewesen. Das Tooth Clubs mit und kann hiermit mein Item hochchargen. Okay, ich überlege gerade, wie wir es am blödesten machen. Das halten wir kurz hier. Ich hätte nämlich gerne noch dieses Cookbook da vorne auch noch drin einfach. Und das kriegen wir auch rein. Wobei mich das auch fast tötet. Nee, das nehmen wir nicht rein. Das ist, glaube ich, dann habe ich Angst, wenn ich es einsetze. Komm, einmal charge möchtest du noch? Sehr geil. Das Sun, okay. Das war's. Das geht besser. Justice, auch schön. Ich gehe noch ein paar mehr Bomben. Da ist noch eine Chest. Es rentiert sich halt wirklich, das genau so zu machen. Zuerst alles liegen zu lassen. So, dann. Erst das hier einsetzen, bevor ich was anderes einsetze. Da kann theoretisch, glaube ich, der Raum sein. Ist er nicht. Aber hier haben wir sehr viele Möglichkeiten. Nochmal ein Soul Heart, ein bisschen Leben, eine Pille. I can see fire. Ah, perfekt. Nehmen wir hier noch. Range Down. Eine Trollbombe. The World. Warum nicht? Nehme ich jetzt hier nicht mit. Ich glaube, ich nehme was nicht mit. Nehme ich das Sun mit, nehme ich die Empress mit. Die Empress vielleicht. Macht's ein bisschen witziger. So, da sehen wir jetzt den Secret Room hier vorne. Ich sehe schon, das wird ein sehr langer Run. Und der Super Secret Room fehlt uns noch, aber der wird da wahrscheinlich da rechts sein, hier unten. Rotten Hearts, die brauchen wir aber nicht. Weiß noch kurz die Bloodberg noch ein bisschen weiter. Bisschen mehr Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben wir da noch auf der, oder ich hier auf der Ebene habe. Hauptsache genug Geld. Okay, dann vielleicht gleich einmal kurz in den Boss. Also das, ich kann es mal kurz zeigen, diese Herzen, die zählen nicht als normale Red Health, sondern die überschreiben Red Health, zählen dann auch nicht als Red Health Damage, wenn man davon Schaden nimmt, aber sie stehen auch bloß für ein Leben. Also, die gehen wirklich komplett drauf mit einem Mal Damage nehmen. Achso, jetzt ist mein Nitton Hut weggegangen. Das wusste ich auch nicht, das war natürlich jetzt nicht so geil. Nicht so schlimm. Wir haben noch mindestens, da ist noch das Sun.
Auch zwei Herzen hier. Und zwei ganze Soul Hearts auch noch. Jetzt machen wir erstmal den hier. So, da kriege ich jetzt wahrscheinlich gleich Damage, wenn ich hier nicht aufpasse. Ich glaube, der Dunkle, ja, der spawnt nämlich Spinnen und glaube ich, charged auch bloß einmal, wenn er charged. Hier. Und dann ist er, ups. Danach ist er fertig. An Damage fehlt es mir auf jeden Fall. Ich will bloß 3,5 Damage, nicht viel. Nicht die Welt. Ich fände es cool, wenn er mal wieder chargen würde. Sieht nicht unbedingt, wenn er chargt. Gut. Jetzt kommt er. Das war schnell. Okay, ist egal. Wir haben jetzt trotzdem, wir haben da unser Health up. Heals one Red Health. Wunderbar. Jetzt werde ich jetzt wahrscheinlich eher alles los hier. Ja gut, komm, warum nicht? Dann haben wir noch. Ach, das hätte ich jetzt kostenlos nehmen können, ich Genie. Ich hätte mir einen Red Health sparen können. Naja. Was soll's, oder? Was soll's? Ja, ich glaube, bleibt trotzdem mehr Pratified Poop, weil ich wirklich nicht keine großen Probleme habe. Mit Leben im Moment. Aber die Bloodbank oben nehmen wir uns noch mit. Dann können wir uns auf der nächsten Ebene mehr Devil Deals leisten. Ich versuche da noch alles rauszuholen, was hier geht, da oben. Habe ich einen Schlüssel da oben? Darf ich nicht vergessen. Komm, du willst mich. Ah, da ist das andere. Da, einfach bloß die. Heißt die IV-Bag oder so? Die einmal touchen. Wir können da noch kurz ein bisschen mehr rausholen. Aber ich will die, glaube ich, nicht einsorgen. Das finde ich so. Das finde ich so toll. Heilen uns kurz mit der Sun hoch. Und da würde ich noch gerne ein bisschen Geld reinstecken, dass ich mein Item ein bisschen häufiger verwenden kann. Komm, gib mir bitte eine Batterie. Nein, mehr Charges brauche ich wirklich nicht. Ich brauche eine Batterie. Also so ein Batterie-Item. Wie viel willst du denn noch nehmen? Der ist ja richtig gierig, dieser Bettler. Wie viel haben wir schon bekommen? 20? 30? Oh Mann, ey. Geht denn mir überhaupt jemals ein Item? Was ist los mit ihm? Da ist es. Das nehmen wir mit Jumper Cables. Das hört sich doch gut an. An dem schieben wir jetzt nicht rum. Haben jetzt genug gemacht. So, unseren Schlüssel. Den darf ich nicht vergessen. Und wir gehen mit. Nicht ganz full AP in die nächste Ebene. Aber ich denke, wir sind erst Basement 2. Ich habe, glaube ich, nicht das Item mitgenommen, was ich mitnehmen wollte mit Death, oder? Empress wollte ich mitnehmen. Ist nicht schlimm. Macht nichts. Trotzdem schöner gewesen, hätte ich das Richtige dabei. Ich habe 16 Bomben. Ja, ich habe genug dafür, theoretisch. Einfach mal Bomben einzusetzen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch einfach alle Pilze sprengen. In der Hoffnung, dass ich da so ein schönes Pilz-Item rausnehmen kann. Wo ist denn der letzte? Da vorne. Und dann mehr ein Lack-Up, weil es grün glänzt. Will ich Flaschen hier? Nee. Ich könnte aber eigentlich.
Rentiert sich nicht. Wäre jetzt möglich, würde sich wahrscheinlich auch anbieten mit Battlefield Boot. Und wir haben ja auch bloß noch 40 Münzen. 40, wir sind quasi bettelarm. Nach diesem gierigen Bettler. Okay, aber da stehen nicht mehr zwei zusammen. Ja, das ist schon cool. Nach jedem Kack kaufen einfach eine Münze. Das macht das Ganze schon lebenswert hier, das Spiel. Oder spielenswert. Quasi ist die Challenge jetzt schon geschenkt. Obwohl wir so wenig Range haben. Hm, noch keine Pille. Also Pillen können rauskommen und halt irgendwelche ein Trinket, was einen random Tier-Effekt gibt, glaube ich. Und es kann auch noch, mindestens zwei verschiedene Pilze können kommen. Beide sehr, sehr schöne Items. Dieses One-Up oder sowas, dass man ein Leben mehr hat. Und da sein. Ich glaube, der Mini-Schuh kann auch kommen oder so, dass man schneller läuft und kleiner ist. Und dieser super starke Pilz, der einem ein Health gibt, mehr Damage. Auch halt sehr, sehr geil als Item. Also das ist ehrlich gesagt sogar das Item, warum ich immer die Pilze aufmache. Oder sprenge. Und der wieder 52. Da können wir uns einfach hinter die Steine stellen. Da trifft mich das Ding auch nicht. Ist das eine XL-Ebene? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Steht da rechts XL. Okay, das ist ein bisschen schade, weil dadurch haben wir weniger Chancen auf ein Devil-Deal. Aber dafür haben wir vielleicht einen Black Market mit ganz viel Glück. Und wir haben einen Precursed Room. Und wir können das sogar drehen. Okay, das ist halt geil. Das will ich jetzt nicht unbedingt haben, nicht für den Run zumindest. Aber wir können hier rerollen, das macht das echt cool. Das vergesse ich. Spawns a stationary shooting familiar at a location when enemy died. Nee, nicht wert. Pokémon erst recht nicht. Das sind Lasertiers. Nee, Controllability. Ja, das gleich machen wir, weil dann haben wir so viel Range, wie wir wollen. Ja, das probieren wir aus. Das ist immer strange zu spielen, aber auch ziemlich witzig. Das ist schon sehr, sehr, aber sehr, sehr langsam auch. Muss ich ein bisschen konzentrieren, man muss ihn nämlich jetzt lenken hier. Aber es ist auch einfach, es ist schon wirklich witzig. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen als Go-To-Item, aber ein bisschen Telekinese ist halt cool. Aber sehr langsam eine Träne. Vielleicht wegen der Range. Diese Herzen heilen immer ein Soul Heart, wenn man Full Red Health ist. Oder also wenn man kein fehlendes Leben an Red Health hat. Sonst heilen sie erst das Red Health hoch. Sollte irgendein Red Health nicht komplett aufgefüllt sein. Also da immer drauf achten, dass man die nicht einfach mal so zwischenzeitlich aufsammelt, obwohl man sie gar nicht will. Zu langsam hier. Immer noch ein Soul Heart. Das sparen wir uns noch kurz auf, falls wir einen Damage nehmen irgendwo. Kann ich die alle gleichzeitig sprengen? Ich weiß, ich glaube ja nicht, oder? Doch, haben wir geschafft. Eins. Habe ich noch nie gespielt, Red Seal. Dann würden wir den Run jetzt einfach so durchrushen. Das machen wir. Ja, wir spielen die Ebene noch kurz. Three minutes. Das sind nicht viel. Ich würde es mitnehmen. Aber danach ist es stressig. Die 15... Goldmünzen habe ich aber. Aber diese, allein die, wie langsam diese Tier ist. Ich meine, 21 Damage up, super, super stark. Aber dann hätte ich vielleicht einfach mein Item behalten sollen vorher. Nicht aufnehmen. Nicht diese Controllable Tier aufheben.
Das hier ist wahrscheinlich in dem Moment gewesen. Wahrscheinlich besser. Da war ich kurz etwas unaufmerksam. Da ist wieder dieses Ding. Na gut. Was soll man tun, oder? Wenn das Spiel möchte, dass wir unsere Zeit an diesen Automaten verbringen, dann machen wir das halt. Das ist die dritte jetzt, die wir machen, oder? Glaube ich. Coins into Pickups. Warum nicht? Wir haben aber noch kein Item gesehen, oder? Nee, das haben wir noch nicht. Das Relative mit aufsammeln. Ich gehe mal kurz auch darüber. Ach, die da. Bisschen Angst habe ich davor. Ich bin es nicht gewohnt, mit dieser Controllability zu spielen. Deswegen macht das ein bisschen schwer für mich. Weil wann hat man sie auch? Das ist nice. An sich. Wie die Blood Donation Machine. Da kann ich nämlich wirklich wieder Leben gut machen, wenn ich kein Leben habe und das einsetze. Dadurch, dass wir Flight haben, kostet das nichts, da reinzukommen. Knockdown, schade. Und zwei Bomben. Das war jetzt nicht so nice. Okay, porten wir uns raus. Dann hat uns das zumindest nicht tangiert. Eins davon müssen wir sprengen, dass wir eine höhere Devil-Deal-Chance bekommen. Nehmen jetzt hier mal Temesis mit. Und stecken noch etwas Leben, diese Bloodbank da oben. Ups, da war sie gar nicht. Wo ist sie denn? Ah, rechts, im Super Secret Room. Immer noch kein Pilz-Item. Ich glaube, es ist irgendwann explodiert. Ich kann auch einfach mal ihm das hier geben. Ja. So viele Münzen brauche ich ja nicht mehr. So, jetzt kann ich mal kurz zeigen mit Hematemesis. Ich kriege halt einfach Leben dazu. War ich genug dafür, dass ich einfach rein theoretisch dieses Item aufsammeln könnte? Danach muss ich halt schnell spielen. Also aufsammeln dieses Damage Up, diesen Red Stew. Bin noch am Hin und Her überlegen. Und nicht so verschwenderisch mit Bomben, muss ich sagen, wie jetzt gerade. Und ich krieg nicht mal was raus. Spiel, gib mir doch bitte wenigstens was. Wir sind hier, wir machen gerade ein YouTube-Video. Dann brauchen wir wirklich etwas Inhalt. Ich meine, es war ja nett, dass ich innerhalb eines Raums Flight bekommen habe. Aber mittlerweile hier ist mehr drin. Ist gut, dass ich keine Kamera habe oder sowas, weil man sieht dann nicht, wie sehr ich am Überlegen bin. Diese Kugel zu steuern. Das ist wirklich schwierig für mich. Also meine Tränenkugel. Muss man sich hart konzentrieren gleichzeitig. Das sind wie diese Koordinationsübungen. Gleichzeitig den Charakter zu bewegen und diese Kugel. Super, super schwer. Und wie komme ich denn da jetzt rechtzeitig ran? Also. Nehmen das Spiel, die einfach direkt neben die Träne spawnt. Das hört sich doch gut an Spielen. Ja. So, kurz bevor der mich wieder anschaut hier vorne. Okay. Brauchen wirklich eine schnellere Träne. Und ein Item. Wo ist eigentlich das Item dieser Ebene für mich? Oder die zwei Items, besser gesagt. Sollten schon mal irgendwann auftauchen. Ist da kein einziges? Haben wir keinen Item Room? Ach, es gibt Challenges ohne Item Rooms, ja. Stimmt, aber vorher auch kein Item Room. Ja, dann let's do and go for it. Das ist sicher die richtige Wahl. Kann man sich nicht vorstellen, warum es falsch sein sollte.
Zwei Mana. Das nehmen wir auch noch. Ah, schade. Ja, dann. Ab jetzt. Auf. Auf. Das ist ja richtig uncool. Wenn das so runtertickt, das macht ja gar keinen Spaß. Aber das macht hingegen Spaß. Half up. Das nehmen wir hier rein. Und wir haben das Sun. Das passt. Komm, spring ich an. Ah, das wird schwierig. Oh ne, wird doch nicht schwer. Das fand ich so cool. Noch ein Half-Up. Wir gehen erstmal hier rein. Schauen mal, ob wir jetzt ein Item kostenlos bekommen. Ja. Dann nehmen wir beide mit, weil warum nicht? Und nehmen dann das Half-Up hier vorne. Und gehen weiter. So, die Zeit. Die Zeit rennt. Den Anhieb nehmen wir uns einfach kurz mit. Jetzt keine Zeit mehr verlieren. Schauen wir mal, wir haben bloß ganz wenig Damage bekommen. Das ist so uncool, wenn man so sieht, wie der Damage runtergeht. Das ist Folter. Das ist wirklich Folter. Was nehmen wir? Das ist ein super schneller Raum. Ups. Wie das jetzt hier am besten? Diese Kugeln sind einfach schneller als meine Kugel. Und das ist eine Bibliothek. Die kann ich beide reinnehmen in The Void, glaube ich jetzt, oder? So, ich würde gerne, aber nein. Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben hier Damage. Ich weiß gar nicht, was war das zweite Item? Ne, der dauert mir zu lang. Achso, ich habe Damage ab, das war gar nicht Death. Ich dachte, das wäre Death. Dass ich Damage auf den Raum mache. Aber nein, das war's nicht. Hatte ich vorher Death? Oder bin ich einfach verwirrt? Pretty Fly. So, ich habe hier auch noch. Habe ich gesehen, egal, wir haben einen Soulheart bekommen. Ich bin einfach nicht gut im schnellen Isaac spielen. Das ist super, super anstrengend. Einfach minus 4 Damage. Das sieht so schlimm aus. Und sich nicht. Was ist das hier? Magic Skin. Das kenne ich gar nicht. Ich habe auch nicht wirklich Zeit. Turns one heart container two soul hearts into a broken heart. Nee, nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier reinpacken kann. Wenn wir sehen, probieren wir es aus. Ja, doch, ging. Okay, dann nehmen wir die Batterie noch mit. Und weiter geht's, oder? Dass wir noch ein bisschen Damage für Mom übrig haben gleich. Der 9er Damage ist nämlich schon deutlich weniger als der Damage vorher. ...72%ige Devil Deal Chance. Kann man so stehen lassen. Bleibst du doch bitte einfach stehen, bitte nicht. So wird das nie was zwischen uns. Ah, ich darf mich nicht gegenüber ihm stellen. Fährt er wieder durch. Viel besser. Jetzt habe ich bloß noch 5er Damage. Okay. Okay. Der fällt auch gar nicht mehr weiter ab. Ich glaube, wir haben die 3 Minuten schon aufgebraucht. Es war cool, solange es gedauert hat. Aber jetzt ist wieder Zeit, das Ganze langsam und ruhig zu spielen. Und im Kreis zu flitzen. Kann ich hier einfach hier hinlaufen? So. Ja, es geht. Viel entspannter so. Sauge ich vielleicht gleich ein, wenn wir sehen. Das ist Kosten. Ach so. Haha. Haben wir Guppy dann schon?
Dann Guppy's Tail. Ne, ein Guppy Item fehlt uns noch, aber wir nehmen es trotzdem mit. Okay, das würde ich gerne. Ja, das saugen wir gleich auf. Den Orbital nehmen wir nicht. Da ist noch eben eine Batterie hier irgendwo. Da ist sie nicht. Aber was ist das da jetzt hier? The more times it's used, the higher the chance it replaces future items if Isaac isn't holding it. Turns one heart container or two soul hearts into a broken heart. Spawns an item from the current room's item pool. The more items it's used. The more times it's used, the higher the chance it replaces future items if Isaac isn't holding it. After one use, 50% after two. Lower chance if magic skin is on a pedestal on the current floor. Single-use item for the lost. Ich habe wirklich keinen Plan, wie das funktioniert. Dieses Item habe ich gerade freigespielt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. All desires, wie. Ich setze es einfach mal. Ich glaube, das ist gefährlich. Dieses Item ist gefährlich, glaube ich. Weil ich weiß nicht, was das Broken Heart ist, aber ich glaube, es ist dauerhaft weg. Das macht das wirklich etwas gefährlich. Habe ich noch irgendwo. Nee. Nee, dieses Mal nicht. Das ist es nicht wert. Und das war auch nicht wert, da reinzulaufen. So, mit einem Broken Heart kann ich umgehen, aber mit mehr weiß ich nicht. Scheint mir dann doch etwas nicht. Aber es sind halt Items. Aber gut, wenn ich jetzt keine Batterie bekomme, dann hat sie es eh gegessen, weil dann was soll ich tun? Ich kann ja nicht einfach Items erfinden. Oder Charges erfinden. Und da habe ich jetzt auch kein Red Health dafür, um da wirklich gut durchzugehen. Ich hatte die Batterie hier vorne irgendwo aufgesammelt, ja, das war nicht so smart. Aber hier habe ich fast einen Kreuzstein übersehen. Das wäre auch nicht gut gewesen. Ich wollte das noch aufsaugen, das können wir jetzt nicht aufsaugen. Sind wir auch schon auf der letzten Ebene. Und da kommen wir nicht rein, schade. Sogar noch eine. So, sogar noch eine weitere Bibliothek. Und das sehen wir auch noch. Beides sehr, sehr cool. Satanic Bible setzen wir auf jeden Fall kurz ein. Ich will das da dann auch gleich einsetzen. Was haben wir hier noch? Das Stars, den haben wir gar nicht. Aber nehmen das kurz mit, weil das ist ein Free Cursed Room dadurch. Jetzt brauchen wir bloß noch irgendwie Damage. Weil der 5-6er Damage, der überzeugt mich nicht. Ja, das Broken Heart geht echt. Ich weiß nicht, ob die weggehen. Wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Was ist. Ist das Absicht? Wahrscheinlich, oder? Ach so, man hat eine höhere Chance, dass Items damit replaced werden. Das ist das, was gemeint ist. So. Wenn ich es nicht halte. Was ist, wenn ich es quasi halte? Im Void. Zählt das als Halten? Aber ich wollte es jetzt eigentlich hier drin einsetzen. Speeddown, das wollen wir nicht haben. Weil ein Cursed Room Item wäre witzig. Das ist ein 100%iger Devil Deal und das da hier unten ist einfach mehr Room Clear Rewards. Aber wir machen das noch spannend, dadurch, dass ich meinen, wenn ich mein Leben so wegwerfe hiermit. Random Porto noch geglückt. Ein Halb ab, sehr schön. Und da ist nochmal ein Port.
Ich hätte eigentlich noch gerne Guppy, die Guppy Transformation. Weiß aber noch nicht, wie ich die am besten hinbekomme. Na doch, vielleicht weiß ich sogar. Wir können ja. Ich habe eine Idee. Nachdem ich irgendwie wieder Schlüssel bekommen habe. Viele Schlüssel. Wie komme ich denn zu meinen Items wieder? Die sind mir super, super schnell. Eigentlich brauche ich bloß noch die Bibel, dann ist der Run eh gelaufen. Aber die haben wir leider nicht bekommen. In der Bibliothek. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch irgendwo sein könnte. Ich glaube, ich habe keine Chance, die noch zu bekommen. Ist, meine Trenne ist langsamer als diese Fliegen. Aber nicht langsamer als diese. Ah, oh, Fledermäuse. Ich krieg ein. Da ist wenigstens mal ein Key. Achso, ich sollte vielleicht ihn hier das Zeug aufsammeln lassen. Da, zwei Keys, perfekt. Noch mehr Keys, wunderbar. Da weiß das Spiel auch, was ich haben will. Etwas mehr Range. Ist das dann schneller? Ich glaube, es wird schneller mit Range. Ace of Clubs. Bringt mir gerade nicht weiter. Ist da ein Kreuzstein gewesen? Ja, da ist ein Kreuzstein. Kommt. Oh, der Rock raus. Endlich mal ein bisschen Damage. Sie ist so langsam. Diese Träne ist so langsam. Nicht wirklich aufgepasst. Ich sollte mal mehr aufpassen hier. Das war nicht gut. Ein Double Bagger wollen wir jetzt gerade nicht haben. Da ist The Void. So. Jetzt erstmal hier runter. Ah, ne, nicht da runter. In die Bibliothek. So. Dahin. Das ziehen wir uns jetzt erstmal rein. Da haben wir nochmal. The Moon. Was ist das hier? Death Judgment. Okay. Ich würde es noch einmal gerne kurz hochchargen. Da ist noch eine Portkarte in dem Totenkopf. Aber die ist jetzt nicht relevant für mich. Kriege ich das noch gecharged? Irgendwie muss es doch gehen, oder? Kleine Schlüssel auf jeden Fall nicht. Haben wir irgendwo eine Batterie liegen? Im Shop ist da, glaube ich, noch eine. Sehe ich das richtig? Aber wir haben ja auch noch. Da oben ja noch ein paar. Einen Raum zumindest. Mindestens einen Raum, den wir noch nicht geöffnet haben hier. Meine Frage ist aber auch noch, wie kriege ich am besten Guppy noch? Ich muss nochmal irgendwie in den Cursed Room und da diese Skin benutzen. Okay, das ist nicht das, was ich haben wollte. Und dieses Skelettenhub brauchen wir auch nicht. Vielleicht droppt er mir noch irgendwas Sinnvolles. Vielleicht ist das 48 Hours. Nee, Are You a Wizard? Komm, eine Batterie, bitte, bitte, bitte. Keine Batterie. Dann glaube ich, muss ich einfach diese Haut hier mitnehmen, die voll charged ist. Dann gehen wir hier unten rein. Aktivieren sie nochmal und wir bekommen nicht irgendwas, was ansatzweise so aussieht, als könnten wir es gebrauchen. Aber vielleicht haben wir hier noch 48 addicted, something's wrong, are you a wizard? Das bringt uns auch nicht weiter. Schade. Und jetzt bloß noch die Super. Die Chance, wenn wir jetzt den Super Secret Room finden. Ace of Clubs brauchen wir nicht unbedingt. Könnte er hier sein? Ich glaube, da könnte er sein, oder? Da ist er auch. Und wir haben Black Heart. Joa. Ja, was soll ich jetzt noch machen? Ach, hier war noch eine Batterie, ja.
Also wenn wir noch mal eine. Ist das doof, das zu machen? Vielleicht werden wir jetzt Guppy. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir nehmen uns die Portkarte mit, um das eine HP auch noch zu schützen, das wir haben. Ist es dann nirgends anscheinend. Sondern da ist noch eine Portkarte. So, jetzt ist hier noch ein letztes Mal dieses wunderschöne Item ein. Und haben. Ja, Mann, diesen Kass bekommen. Wir sind Leviathan geworden. Nice! Ah, das Hand Damage ab. Ich hätte damit gerechnet. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass wir das jetzt noch hinbekommen, zumindest etwas. Auch wenn es jetzt nicht das war, was ich wollte. Ne, kriegen wir auch nicht hier. Wir können auch das. Auch die letzte Karte mitnehmen hier vorne. Das ist nicht das, was ich meine. Meine ich auch nicht. Chat meine ich auch nicht. Wo ist denn unsere Karte Ace of Clubs? Hier vorne irgendwo, oder? Da ist es. Ne, da war nicht Ace of. Wo ist denn Ace of Clubs? Ist eigentlich auch egal, oder? Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Können die noch unseren letzten Groschen lassen. Keine Batterie mehr. Nehmen das einfach noch mit. Das bringt mir jetzt zwar nicht weiter, aber wir wollen auch einfach irgendwas mitnehmen. Und um gewappnet zu sein, nehmen wir uns die Poison Attack Fly noch mit. Und jetzt versuchen wir einfach nicht zu sterben. Aber es wird, glaube ich, auch schwierig, jetzt hier gegen die Mutter zu sterben, wenn wir einfach nur ansatzweise. Ups. Wenn ich ansatzweise aufpasse. Und nicht in irgendwelche Hände laufe oder Monster fliegen. Warte, ich kann jetzt theoretisch hier. Mach das, haben wir ein bisschen mehr Attack Damage. Ich hab. Was ist hier alles passiert? Ach, ich habe auch dieses Knochenbuch. Ja dann. Sind wir soweit fertig? Schauen wir noch einmal kurz hier rein. Und sterben noch kurz. An der Hand. Nee, doch nicht. Ich glaube einfach bloß, um's zu testen, würde ich mal kurz schauen, was passiert mit den Broken Hearts, wenn wir jetzt sterben. Einfach bloß so zum Spaß. Schauen wir mal, oder? Und sie bleiben alle da, wo sie auch vorher waren. Okay, man verliert sie permanent. Dann haben wir auch nichts mehr zu tun. Die Challenge ist geschafft. 51 Minuten für nicht mal. Ich sage und schreibe. Nicht mal bis zum Herz. Also viel mehr Zeit kann man sich da wirklich nicht lassen. Ich sag vielen Dank, dass du zugesehen hast. Würde mich, falls du es noch nicht getan hast, sehr über ein Abo freuen oder einen Daumen nach oben. Das wird es auch schon tun für das Video. Oder wenn du dir die Zeit nehmen möchtest und mir Feedback da lassen möchtest oder was auch sonst, kannst du, wie gesagt, sehr gerne einen Kommentar hinterlassen. Und bevor ich mich jetzt wirklich noch komplett umbringe, werde ich jetzt nach diesem Mal wiederbelebt werden, den Pokal aufsammeln und die Challenge ist geschafft. Wir haben Jira freigeschalten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.